Ich glaube, der Typ ist für das Verschwinden da, oder? Es ist fort. Hast du so etwas schon mal gesehen, Kanata? Was war das für ein Ding? Kanata, bist du noch unversehrt? Mir geht es gut. Uns geht es gut, Leute. Wie habt ihr uns gefunden? Ich spürte eine schreckliche Präsenz, wie ich sie noch nie gespürt hatte. Ein Wesen mit unermesslicher Macht. Dianto war es, der uns herbeigeführt hatte. Ich dachte, dieser grauenhafte Georit hätte euch erneut angegriffen. Was auch immer das war, es war nicht der Georit. Nein, es war etwas anderes. Etwas oder jemand, der mit nichts in unserer Welt vergleichbar ist. Eines weiß ich aber sicher. Es hegt Tücke und Feindseligkeit gegen mich. Was willst du damit sagen? Dass der Georit nicht das einzige Scheusal hier ist? Und wie geht es dir, Lumina? Mir? Oh, alles gut. Mach dir meinetwegen keine Sorgen. Wenigstens eine gute Nachricht. Hoffentlich hat mir mein Verschwinden nicht zu große Sorgen bereitet, Shara. Ich ging, um Kanata zu suchen, und plötzlich stand ich hier und starrte zum Mond hinauf. Hab mir nie Sorgen gemacht. Nur handel dir keinen Ärger ein, mit dem du nicht selbst klarkommst. Der Mond ist vielleicht das einzigste in dieser Welt, das sich seit meinem Zeitalter nicht verändert hat. Oder doch? Verglichen mit dem Mond meiner Zeit ist dieser eindeutig größer? Obaro, jemand zu Hause? Was? Oh. Verzeihung. Wie es scheint, hat der Mondschein auch mich in seinen Bann gezogen. Und wo wir schon alle hier versammelt sind, wie lautet der Plan, Kanata? Kanata? Wir alle sind Feinde des Imperiums, aber unsere Mission ist weiterhin klar. Wir müssen die verlorene Welt zurückholen. Trivalis darf uns davon nicht ablenken. Aber Kanata, wie... Ich weiß, Lumina. Und darum will ich zur heiligen Höhle und die Dorfbewohner retten. Du willst die Kräuter am heiligen Baum für die Geistheilung finden? Genau. Wir können die Kranken retten, indem wir ihnen die dringend benötigte Geistheilung bringen. Und mit etwas Glück können wir auch Kommandant Galdra retten. Ha, typisch. Was? Was habe ich denn gesagt? Ja, wir hatten ihn alle durchschaut, glasklar. Yep, berechenbar wie immer. Hab ich doch gesagt. Tja, die wussten alle schon, was kommt. Was gesagt? Was ist denn mit euch los? Als du losgezogen bist, wussten sofort alle, was kommt. Wir wussten, dass du sagen würdest, Leute, wir werden das Dorf retten. Wir kennen dich besser als du selbst. Haha, versuch es erst gar nicht abzustreiten, Kanata. Bin nur froh, dass du zur Vernunft gekommen bist. Ein Dorf retten heißt, die Welt retten. Kanata, wir sind uns alle einig, du hast den richtigen Weg gewählt. Die heilige Höhle liegt am Pfad westlich des Dorfes. Wenn wir uns beeilen, können wir den Baum eins beten und sind im Hand und Dreh wieder. Ich verstehe den Satz nicht ganz. Ich habe den Satz gerade nicht so ganz verstanden. Aber jetzt dürfen wir vielleicht auch endlich wieder das Land verlassen. Oh Gott, endlich wieder das. Gott sei Dank. Und wir sind wieder in unserer normalen Truppe. So. Dann wollen wir mal zum heiligen Berg gucken oder zur heiligen Höhle oder zum heiligen Busch oder zum heiligen
Klabautermann oder ich weiß es nicht. Der mega große Friedhof. Und wir dürfen das Dorf verlassen. Ja. Geiler Scheiß. Heilige Höhle. Ja, Mädel, ist der heilige Höhle. Gift. Im Namen des Kaisers, legt eure Waffen nieder und ergebt euch. Okay, jetzt ist echt giftig drin, kann das sein? Oh, nee. Wir können die Sache auf zwei Arten lösen. Einfach oder auf die harte Tour. Was darf's denn sein? Gegenvorschlag. Wie wär's, wenn wir getrennte Wege gehen? Ha! Wir hätten damit rechnen sollen, dass ihr Feiglinge wieder zu fliehen versucht. Vielleicht habt ihr unterwegs euren Verstand verloren, aber eine Seite ist doch hier zahlenmäßig klar im Vorteil, oder nicht? Wir sind 6 und ihr seid 3. Ich biete euch an, euch zu verziehen, bevor es schmerzhaft für euch wird. Eins, zwei, drei. Verflixt, er hat recht. Wir haben nur an die blöde Beförderung gedacht. Was sollen wir tun? Tretet zur Seite, dann können wir heute unnötige Verdrusse vermeiden. Verachtenswert! Ihr werdet so ehrlos, uns mit einem unfairen Vorteil zu bekämpfen? Hey, ihr Zinnsoldaten, ihr seid die Genies, die uns überfallen haben. Schon vergessen? Wir sind keine Zinnsoldaten, wir sind die Seele des imperialen Kommandos. Ja, ziemlich dumm, die Seele. Wir laufen vor keinem Kampf davon, auch wenn die Chancen schlecht stehen. Ist diese Beförderung einen aussichtslosen Kampf wirklich wert? Klappe zu, ihr Verräter. Macht euch bereit. Oh, die wollen wirklich auf der Fresse. Oh Mann, oh echt. Wir müssen die wirklich auf der Fresse hauen. Naja, hier bitte. Kriegst du ihn drin. Hey, hier wird nicht gestoppt. Stoppen ist Kacke. Jetzt hört mal auf zu stoppen. Aber nicht schon, nee, wir hatten keine anderen Skills, ne? Stirb. Hey. Das Stopp, geht das irgendwann weg? Ja, gut. Bam. Gib ihm mal einen neuen Trank, der sieht so aus, als ob er was braucht. Nee, warte, beben nicht, Sturmkraft. Ah, ich liebe den Damage. Zack. Ich mach mal, dass wir uns hüten, wa? Ich mag das Hüten halt wirklich. Bin großer Fan davon. Weil es halt wirklich die Verteidigung voll hochhaut. Zack. Ja, den anderen haben wir leider verfehlt. Schade. Triffst nicht, triffst nicht. Komm, mit Heilung.
Er hat es trotzdem geheilt. Hier, Flammen. Quatsch, kriegst du auch einen Rinder mit 207 Schaden. Lass das doch mal. Kriegst noch einen rein. Jetzt ist er auch endlich tot. Hey, Level Ups. Das ist immer schön. Hey. Heute werdet ihr für euren Verrat büßen. Das könnt ihr glauben. Große Worte für drei dämliche imperiale Idioten. Seid froh, dass wir uns zurückgehalten haben. Und du sei froh, dass wir euer Leben verschonen wollen. Genau. Bei voller Stärke hättet ihr keine Chance gegen uns. Die Leute, ne? Wir verstehen euch. Hätten wir so krachen verloren, würden wir uns auch selbst hassen. Ich glaube, diese Blechheinis hätten gerne eine Revanche. Wie sieht es aus, Wichte? Ihr habt für heute genug Prügel bezogen. Wir lassen euch am Leben. Sollen wir ihnen folgen? Nein, lass sie so ziehen. Wir müssen diesen Baum finden. Ah. Ja. Ja, man sollte vielleicht nicht ins Gift rennen. Jetzt mal ernsthaft, man sollte jetzt... Also, jetzt mal ernsthaft. Wir machen das. Ich bin echt ins Gift gerannt, ne? Ignase... Oh, Mann, no. Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu nichts und mir fällt dazu auch nichts ein. Ich hab einen Hebel gefunden. Huch. Alter, Entschuldigung. Ich hab aus Versehen die Monster angezündet. Upsi. Manu, die hätte ich jetzt aber doch gerne bekämpft, weil das sind immerhin EXP. Naja, gucken wir trotzdem mal rein, was hier dran abgeht. Okay. Ich wollte die Monster jetzt nicht anzünden. Oh Mensch, die tun mir leid. Die armen Monster. Ich wollte das wirklich nicht. Müsst ihr mir glauben. So, da kann man irgendwann wieder runterhüpfen, als Abkürzung. Sofort stehen bleiben, hier ist für euch Endstation. Oh, treffen wir die jetzt die ganze Zeit? Oh, wir sind nur noch zu zweit. Ich glaube, die Nummer kennen wir schon und für euch ging sie nicht so gut aus. Ha, dieses Mal haben wir uns vorbereitet. Wir haben uns Unterstützung geholt. Ich sehe niemanden, was habt ihr denn dabei? Das wüsstet ihr wohl gerne. Eine geniale imperiale Erfindung von enormer Macht. Seht unsere bisher größte Waffe, den Droid. Was soll das denn sein? Der Gipfel imperialer Erfindungsgeist. Eine synthetische Ein-Mann-Armee. Wirklich? Ich bin der Droid. Euer rascher Tod wird in meiner Datenbank verzeichnet. Was sind das denn für Heinis? Also, ihr Verräter, ergebt euch, dann verschonen wir eventuell euer Leben. Wenn ihr zu ängstlich seid, um zu sprechen, dürft ihr auch eine weiße Flagge schwenken. Soll das witzig sein? Wir wissen, wer das ist. Der Kerl hat letztes Mal schon an eurer Seite gekämpft. Was sind denn das für Idioten, Alter? Das gibt's doch gar nicht. Nein, gar nicht wahr. Das ist kein Kerl, sondern der Droid. Das kommt dir nur so vor, weil sein Anblick dich so ins Fürchten versetzt hat. Wir wissen, wie schrecklich die echte Roboterwaffe ist, weil wir schon gegen sie gekämpft haben. Was? Im Ernst? Klappe, Deal-Anus? Klappe, Deal-Anus.
Du verrätst uns noch. Ich bin der Droid. Wer ist dieser Deal-Anus? Oh, für Dummheit. Wir wissen, dass ihr blufft. Ihr habt nie gegen einen echten Droid gekämpft. Macht euch bereit, diesmal werden wir keine Gnade zeigen. Treffen wir jetzt echt immer auf der Hampels? Wir treffen immer auf die Hampels, oder? Ich habe mich schon mal mehr gefreut im Leben, ich geb's zu. Dieses blöde Stopp ist aber doch ein bisschen nervig. Batsch. So, schön bewegen, dann kriegen wir also mehr Setsuna-Punkte. Hey. Auf die Fresse. Wie sie sich da so bewegen. So, einmal auf die Seite laufen. Blub, blub. Zack. Mit Selbstheilung. Und zack, mit Beben. Und Selbstheilung. Ich liebe Selbstheilung. Dürfen wir uns schon langsam wieder bewegen? Geil. Und Selbstheilung. Oh, verfehlt. Die trefft einfach nicht mehr. Was ist los mit der? Zack. Ey, was ist denn los? Warum ist der da oben untreffbar oder was? Gibt's ja gar nicht. So. Der Droid ist wenigstens tot. Tot? Der Hampels hier, ey. Blub, blub. So, jetzt muss er aber mal sterben, oder? Jetzt ist er, glaube ich, gleich tot. Sehr schön. Ein Trank, ein paar Erfahrungen. Der Bonuseffekt des Setsuna-Systems heißt Sublimierung. Du kannst Setsuna-Effekte durch Sublimierung auf Skillspirit-Knights übertragen. So nutzt du die Vorteile auch bei nicht aktivierten Setsuna-Systemen. Okay, dann müssen wir mal gucken. Heil dein LP. Je mehr Sublimitierung du hast, desto höher die Aktivität. Anwenden. Ich habe keine Ahnung, was gerade abging. Es ist zwecklos, Mocker. Mocker, Alter. Mocker und irgendein Deal-Anus. Das passt auf jeden Fall alles zusammen, die Namen. Sind auf jeden Fall Ärsche. Die sind zu stark für uns. Quatsch. Nach dem Vorfall mit dem Vulka-Panzer und dieser Sache sind wir geliefert. Wir können nur mit der Bande in Ketten zurück. Wir haben geschworen, niemals aufzugeben. Ein Kampf ist zwecklos. Akzeptiert eure Niederlage. Arroganter kleiner Lümmel! Hochmut kommt vor dem Fall! Wir werden unsere Ehre wiedererlangen und wenn du dafür am Galgen baumeln musst. Wenn ihr nur so stark wärt, wie ihr ehrgeizig seid. Ich rate euch, undankbares Gesindel, tut kein Auge mehr zu, denn wir verfolgen euch. Euer Kampf wurde in der Datenbank unseres Droidens gespeichert. Ja. Yeah. Hört schon auf. Oh, wirklich, wirklich, hört schon auf.
Versetz dich in ihre Lage, Van. Sie können einfach nicht mehr zurück. Hey, wenn ihr uns bemitleidet, dann auf eigenes Risiko. Hey, du Droid-Depp, du fällst aus der Rolle. Ach, und nur damit du es weißt, was du vorgibst zu sein, nennt sich Georoid. Verflucht, nächstes Mal werden wir uns begegnen. Seid ihr geliefert? Merkt euch das. Junge, es gibt wohl solche und solche im Imperium. Ja, die gehören offensichtlich zu der jämmerlichen Sorte. Der getretene Wurm krümmt sich. Wir sollten sie nicht unnötig demütigen. Wir haben mehr Rückgrat als diese Abschauen. Nächstes Mal werde ich sie zerquetschen. Hoffen wir, dass es kein nächstes Mal geben wird. Ah, das stimmt allerdings. Ich will nicht nochmal gegen diese Hanselster kämpfen. Okay, erstmal ganz kurz schnell speichern. Hier ist eine Wand. Ich bin gegen eine Wand gelaufen.